Hallo, wir sind live drauf. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Liebe Zuschauer von Spray TV, natürlich herzliche Grüße in die Dalmayer Kaffee Lounge und das Restaurant 1881. Pressekonferenz dieser spannenden Begegnung der Tower Stars gegen die Bietigheim Steelers. Begrüße recht herzlich beide Coaches. Kevin Godet für die Gäste, auch schon ein bekanntes Gesicht natürlich hier in Ravensburg. Und Toni Grinner, der Tower Stars Coach. Ja, Kevin, dir gehört das erste Wort. Spannendes Spiel, glückliches Ende für euch. Wie hast du das Spiel gesehen? Schönen guten Abend. Erstmal möchte ich sagen, dass wir sind alle in Bietigheim glücklich. Toni ist zurück. Er ist nicht nur ein hervorragender Mensch, aber auch Top-Trainer. Und das ist gut, dass er ist auf dem Weg zur Besserung. Wir freuen uns unheimlich. Die Spiele, ja, wir haben sehr gut begonnen. Zwei schnelle Tore gemacht und dann mit dummen Strafen die Momentum gekillt. Die Strafen, ich bin jedes Jahr, ich versuche, dass meine Mannschaft ist die wenigste Strafe der Liga, weil ich weiß, es bringt nichts. Und heute, wir haben die Momentum zurückgegeben zu Ravensburg nach die 2-0. Sie haben viel besser ins Spiel gekommen. Und danach war einfach ein Kampf. Wir wissen alle, dass Ravensburg ist auch ein Top-Team und können am Ende mit ein bisschen Glück etwas Besonderes machen. Aber sie haben gekämpft. Jedes Mal, wir waren vorne. Und jedes Mal haben sie gekämpft, die Unentschieden zu machen. Und wir hatten ein paar sehr gute Chancen in den letzten Drittel. Langmann hat super gespielt. Und dann wir gehen in Verlängerung. Und Toni hat große Eier gezeigt, da mit dem Torwart rauszumachen. Nicht geklappt. Und wir haben auch die Chance nicht geklappt. Und in Penalties natürlich, das ist eine Glückssache. Obwohl, man muss sagen, auch Silo hat auch hervorragend gespielt. Und am Ende natürlich, wir waren die glückliche Mannschaft, beide Mannschaften. Hat verdient Punkt. Ich bin einfach glücklich, wir haben die zweite gekriegt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Kevin. Toni, hätte mehr sein können, natürlich aber auch weniger als ein Punkt. Wie ist dein Fazit? Auch von meiner Seite einen schönen Abend. Meine Stimme, die hat heute ein bisschen gelitten bei dem Spiel. Aber erst einmal Gratulation an Kevin und seine Mannschaft. Das ist harte Arbeit, über Jahre da oben zu stehen. Und das ist Qualität. Und dafür will ich ihn gratulieren zum Sieg. Natürlich ein bisschen glücklich, aber ich glaube, im Endeffekt haben die Zuschauer ein Top-Spiel gesehen von zwei Top-Mannschaften, die alles gegeben haben. Es hätte jede Mannschaft einen Dreier einfahren können. Aber wie gesagt, wir waren sehr schnell in Rückstand. 2-0, sind aber immer wieder zurückgekommen mit viel Einsatz. Mit Zug zum Tor, mit der Disziplin, was die Strafen betrifft. Und glaube ich, haben wir auch zum Schluss das 3-3 verdient gehabt. Gratulation an meine Mannschaft, dass sie ihren Glauben aufbaut, an ihre Stärken und dass wir weiter marschieren. Es war ein schönes Spiel, auch für mich. Nicht für die Stimme, aber eine hervorragende Leistung von unserer Mannschaft. Gegen die absolut beste Mannschaft in der Liga. Danke. Ja, danke auch dir, Toni. Dann haben wir die Schwäbische Zeitung heute mit Joachim Lendinger. Herr Grinner, Sie haben mit vier Reihen spielen lassen bis zum Schluss. Das hat sich dadurch wahrscheinlich bezahlt gemacht, dass der Hans Detsch dann das 3-3 geschossen hat. Vielleicht einfach ein Wort dazu, zu dieser Konsequenz jetzt durchzuziehen, auch in so einem Spiel. Das letzte habe ich nicht verstanden. Zu der Konsequenz, das in diesem Spiel, im Spitzenspiel auch durchzuziehen gegen Bietigheim mit den vier Reihen bis zum Schluss, was sich ja dann ausgezahlt hat. Mei, wenn wir das Tor nicht machen, dann fragen Sie mich wahrscheinlich, warum mit vier Reihen. Ja, ich bin ein Freund von vier Reihen. Erstens belebt es den Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Zweitens werden die Kräfte verteilt. Und mich freut es für den Hans, dass er das Tor gemacht hat, aber auch für die vierte Reihe. Und wenn sie so fleißig arbeitet, wird sie genügend Eiszeit kriegen. Vielleicht noch ein Wort zu Ihrem neuen Ausländer heute. Ja, es ist so, dass man gesehen hat, dass der schon ein Eishockey spielen kann. Er ist ein gefährlicher Offensivspieler, aber man kann natürlich heute nicht hundertprozentiges Urteil abgeben. Man mit Abstand gegen die beste Mannschaft gespielt. Und da kannst du nicht glänzen in einer Einzelperson. Das geht nur im Kollektiv. Und da hat er sich sehr gut eingefügt.
und auch seinen Teil dazu beitragen. Okay, und vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn Sie die Entwicklung Ihrer Mannschaft, jetzt seit Sie da sind, kurz charakterisieren wollen bis zu diesem heutigen Spiel, was hat sich da geändert? Und wieso kann man heute gegen Bietigheim so ein Spiel hinlegen? Also was ist da passiert in der Zeit, wo Sie da sind bei der Mannschaft? Ja, solche Fragen, die möchte ich nicht beantworten. Weil ihr seid die Fachleute, ihr beurteilt das und ich kann dann sagen, ob es richtig ist oder nicht. Dann keine weiteren Fragen noch nicht an den Gästecoach. Dann herzlichen Dank, Kevin. Euch eine gute Heimfahrt, deinem Team. Und wir sehen uns ja noch zweimal, einmal in Bietigheim, einmal hier. Toni, auch dir vielen Dank, noch einen schönen Abend.